Herzlich willkommen bei My Personal Coach bei Josco Fitness. Ich bin Karin und ich darf euch heute begrüßen zu einer wunderschönen Morning Routine. Wir haben uns eine tolle Location ausgesucht, wunderbares Wetter da dazu. Morgens gleich nach dem Aufstehen schmeiße ich auf die Matte und mache mit mir gemeinsam dieses Video. Leg dich ganz bequem auf den Rücken, langer Nacken, halt deine Knie fest und wir gehen erstmal ganz sanft mit dem Kreisen deiner Knie. Wärme etwas den unteren Rücken auf, reiße in die andere Richtung, werde erstmal so richtig wach und stelle dann deine Füße auf, lass sie etwa hüftbreit, öffne deine Arme weit rechts und links, lass die Knie langsam nach links fallen, schau nach rechts und wechsle dann die Position. Mobilisiere den unteren Rücken. Langsam zur Mitte, zieh deine Knie ran, fass deine Schienbeine mal nicht klein, schaukle, komm nach oben, streck die Beine und berühre deine Zehen. Nochmal zurück, schaukle, nach oben kommen, Arm lang ziehen. Atme ein, atme aus, schaukle ruhig so groß du kannst, weit hoch bis zu den Schultern. Ein letztes Mal, zurück und nach vorne, lass die Beine angewinkelt und schieb dich nach vorne auf deine Füße. Öffne deine Füße hüftbreit, lass den Kopf und die Schultern hängen, schau durch die Beine durch, atme, stell deine Hände neben deine Füße, mach zwei große Schritte zurück, komm in den Hund, das heißt Fersen so tief du kannst, schieb dich Richtung Füße. Zieh dein Gesäß zur Decke, atme ein, komm nach vorn, Knie tief, atme aus, einmal eine kleine Liegestütze. Atme ein, nach vorne, sinke tief. Schön flüssig. Wenn du noch nicht die Kraft am Morgen hast, halte hier einfach und geh nicht tief. Zweimal mehr. Spür, wie du mit jedem Mal etwas beweglicher wirst, wie du etwas tiefer mit den Fersen kommst. Und bleibe dann im Hund. Zieh dich lang, laufe mit deinen Fersen hoch und tief, zieh deine Waden lang. Bleibe stehen und komm mit deinen Füßen nach vorne zu deinen Händen. Leg deine Hände aufs Schienbein, atme ein, zieh dich in den Tisch, roll die Schultern zurück, atme aus, lass dich locker. Mal einatmen, lange Wirbelsäule, Schultern zurück, atme aus und löse. Einatmen, ausatmen. Letztes Mal, atme aus, löse. Und rolle langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Kreise deine Schultern, mach dich lang. Nimm einen großen Schritt mit dem linken Bein zurück. Setz dich tief und zieh dich weit über die Seite. Langsam wieder nach vorne. Rechtes Bein zurück, tief knien und über die Seite. Wenn du noch nicht so fit bist, noch nicht so tief gehen möchtest, mach einfach nur einen Schritt zurück und zieh deine Seite lang. Ziel ist es einfach, alle großen Muskeln einmal durchzubewegen, alle Gelenke zu mobilisieren. Ganz ohne Anstrengung, ganz entspannt, sodass du fit in den Tag starten kannst. Letztes Mal. Bleibe dann oben, öffne deine Beine etwas. Und drehe die Ferse nacheinander zur Decke. Drehe deinen Bauch von einer Seite zur anderen. Nimm deine Arme mit. Lass die Bewegung von den Ellenbogen anführen. Das heißt, zieh deine Ellenbogen im Wechsel weit hinter deine Wirbelsäule.
Ich spüre so einen leichten Stretch im oberen Rücken. Komm langsam wieder zum Stehen. Zieh den linken Arm über die Seite, mach dich lang. Komm zur Mitte und nimm beide Arme nach vorne, Handrücken zu mir und öffne wieder. Zieh den rechten Arm über die Seite, streck dich, komm zur Mitte, atme aus, atme ein, Seitenwechsel, atme aus, atme ein, atme aus. Jede Seite noch einmal, ganz, ganz lang. Letztes Mal. Öffne, zieh dich ganz, ganz weit zurück, zieh die Daumen zurück, streck dich lang, nimm die Hände hinter deinen Rücken, zieh sie tief in deinen Kopf zur Decke. Und wenn du möchtest, atme aus, nimm die Hände über die Schultern, lass den Kopf baumeln. Spür, wie es zieht zwischen den Schulterblättern. Atme gleichmäßig. Und löse deine Arme. Locker sie einfach mal locker aus, schüttel sie. Leg die Hände ab und roll dich auf. Wir werden langsam etwas dynamischer, bringen den Kreislauf etwas mehr in Schwung. Zieh das rechte Bein, halte es, zieh es noch ein Stück höher und löse. Linkes Bein halten, höher ziehen und löse. Aktivieren, dehnen, aktivieren, dehnen. Schön flüssig. Jedes Bein noch zweimal. Trainiert auch die Balance etwas am frühen Morgen. Letzte Runde. Und wenn du jetzt möchtest, bleib dabei oder push deinen Kreislauf und komm so langsam in Bewegung. Zieh die Beine hoch, nimm die Arme mit dazu. Richtig schön weit hoch. Noch ein paar Sekunden. Atme. Zieh die Fersen ran. Rechtes Bein ranziehen. Noch ein bisschen mehr und wieder löse. Ranziehen. Noch etwas näher. Und löse. Ziehen. Näher. Und löse. So kann der Tag beginnen. Jede Seite noch zweimal. Eine Runde. Und auch hier wird es aktiver, wenn du magst. Fersenkicks. Das heißt, nimm die Fersen zu deinem Popo. Lass die Arme locker mitgehen. Push deinen Kreislauf, sodass du richtig fit in den Tag starten kannst. Nach oben. Noch ein bisschen mehr. Wenn es dir zu viel wird, lauf einfach am Platz. Und 4, 3, 2 und jogge locker am Platz. Ganz kleine Bewegungen. Und wenn du jetzt noch mal so einen richtigen Booster brauchst zum Schluss, dann komm langsam in den Beinen nach außen und innen und nimm die Arme mit. Die berühmten Jumping Jacks. Und dann sind wir wirklich rundum fit. 4 mehr. Und noch einmal locker joggen. Einmal durchatmen. Und die letzten 10 Jumping Jacks für heute. Weit nach oben ziehen. Und locker joggen. Langsam zum Stehen, öffne die Beine etwas weiter, atme tief ein, atme aus,
Scheibe oben. Zieh dich nochmal ganz, ganz lang. Streck dich zur Decke. Öffne deine Arme und schüttel die Arme und Beine aus. Ich hoffe, du hast auch so einen wunderschönen Tag heute erwischt wie wir. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und wir sehen uns bald wieder im Josco Fitness Club beim Training.